So, Aufnahmeplatz ist noch, aufgenommen wird auch noch. Die FPS geht langsam unter die 60, jetzt bin ich bei 50 FPS. Und mittlerweile sind wir in irgendeiner Folge, wo ich vielleicht mal wieder ein Thema anschneiden könnte. Schnipp, schnapp. Mal schauen, was haben wir denn hier noch für Themen? Großschreibung und YouTube-Titel? Nö, wer macht denn sowas? Das ist übrigens eine App, die komischerweise manchmal nicht auf Einfingerbedienung funktioniert, sondern man muss zwei Finger benutzen. Weiß auch nicht. Tja, übrigens, was mir letztes Mal aufgefallen ist, ich habe mir eine Monatskarte gekauft. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Hin und wieder kauft man sich eine Monatskarte. Aber mir ist dabei aufgefallen, das ist ja quasi so eine Art Flatrate. Also im Endeffekt gab es ja, bevor es quasi Flatrates gab, gab es schon Monatskarten, wo du im Endeffekt einmal gekauft hast und dann einen ganzen Monat lang damit fahren durftest. Und das ist doch lustig, wenn man mal so bedenkt, dass man irgendwie glaubt, oh ja, Flatrates, das ist so eine Erfindung der Neuzeit. Nein, Flatrates gab es schon länger. Nur hießen die damals halt nicht Flatrates. Moment, da muss Stein hin. Stein. Baue Steinwall. Ersetze vorne Erde. Das ist übrigens auch ein Bug, der gefixt wurde, dass Zwerge schräge irgendwas machen können. Und Pathfinding-mäßig versuchen, einen Weg zu finden, der schräge geht. So. Entferne Leiter. So, die Fackel muss weg. Stattdessen muss hier eine Fackel hin. Der muss weg. Stattdessen muss hier mal ein Gerüst hin. Ja, weil die packen sich haufenweise hier auf die Schnauze und das ist nicht so gut. So, da haben wir ein bisschen wieder Erde hin. So, gut. Baue Steinwall. Ups, brauche auch mehr Steinwelle. Ich habe kein Wasser mehr. Ich muss ein bisschen... wo ist mein Eis? Eis? Schnee. Da. Schnee. So. Schade, das war's mit dem Schnee. Hahaha. Blöder Witz. So, da kommt eine Fackel hin. Die Fackel kommt weg. Oh, da sind Ameisen. Warum mache ich das eigentlich? Ach ja, doch, ich kann ja hier oben noch entfernen. So, also Gegner, die runterfallen, fallen hier runter. Ploff. Und sind vielleicht gedamaged. Dann können die Gegner hier runterlaufen und fallen dann in ihren Tod. Aber sie können auch hier rumlaufen und dann hier runterfallen. Ja, das ist nämlich mein Geheimtrick. Das ist quasi so und dann fällst du einfach weiter runter. Lalalala. Wobei, könnte ich eigentlich auch eine Leiter hinmachen. Oder später einen Fahrstuhl. Da ist eine Spinne gespawnt. Die Fackel ist falsch. Leute, wie oft habe ich euch gesagt, da muss die Fackel hin. Und die Dinger hier müssen auch weg. Und den könnt ihr auch wegnehmen und stattdessen hier zwei hinbauen. Eine Münze. Na komm schon, den kannst du bauen. Komm schon, bauen. Genau, so ist gut. So ist gut. Oh, der leuchtet. Da ist auch wieder Kohle. Kohle. Ja. Als wenn es euch nur um das eine ginge. Um Kohle. Ach ja. Stein, Wasser. Ich, Idiot. Ich habe das da unten schon die ganze Zeit im Balken. Oh, ein Buch. Bogenschützenbuch. Naja, wie gesagt, Flatrates gab es schon länger. Bau Schnee. Nein, es gibt Wasser, geil. Sammle Wasser. Geil, der Schnee wird zu Wasser, wenn er hier unten aufkommt. Geil. Es funktioniert. Genauso, wie ich es mir gedacht habe. Wow, der Zombie hat echt fast ein Herz verloren, während er da runtergefallen ist. Klar, die Gegner werden sich Brücken bauen, aber... Guckt euch das an, das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Also ich sammle jetzt das Wasser ein, weil ich es im Endeffekt gebrauchen kann. Aber später werde ich
meine Zwerge sind schon wieder hungrig. Später werde ich hier unten entsprechend mein Bassin haben, wo Wasser ist, wo entsprechend gefischt werden kann. So, dafür brauchen wir Kohle, Fleisch und Blätter. So, machen wir gleich mal 30, 60 Stück. So. Na, machen wir 90, 120. So, 120, das ist aber auch genug. Mehr gibt's nicht für euch, kleine Zwerge. Nur 120 Steak für die nächsten 20 Jahre. So, ich habe kein Essen mehr. Tannenzapfen können sie direkt essen. Also von daher, ja, dann knallen wir die mal raus. Wir haben da noch haufenweise von. So, okay. Hier könnte ich eigentlich auch mal umbauen. Die Fackel kommt weg, die Leiter kommt weg. Stattdessen kommt da dann eben Wand hin. Ach ja, Steinwall muss ich noch bauen. Aber jetzt haben wir Wasser. So. 1, 2, 3, 4. Kein Wasser mehr. So. Mittlerweile ist, weiß nicht, ist heute schon Samstag? Ich habe die Uhrzeit gar nicht mehr im Blick. Also wenn heute schon Samstag ist, dann, ja. Ich bin heute leider nicht auf der Gamescom. Und auch Sonntag bin ich nicht auf der Gamescom. Weil mein Ticket nur Montag, nur Mittwoch, Donnerstag und Freitag gültig ist. So ein 3-Tage-Ticket. Aber falls ihr mich findet, also falls ihr mich gefunden habt an einem der anderen Tage, dann juhu, das ist toll. Alter, was geht denn hier ab? Hier wachsen ja sogar schon Bäume auf dem Dach. Mal sehen, wie steht's denn hier hinten? Jo, läuft gut, würde ich sagen. Das Portal ist auch weg. So, dann wollen wir mal sehen, was die Forschung macht. Ich will ja nicht so lang hier jetzt. Ja, ja, Fischeintopf und gebratener Fisch. Damit könnte ich die Forschung unheimlich vorantreiben. Das heißt, ich muss jetzt hier unten einen Swimmingpool machen. Ersetze Stein, ersetze Stein, ersetze Stein. So. Die weggraben. Ich brauche nämlich Steine. Hier ist auch Stein und Wasser. Da, er macht eine Mauer. Das ist übrigens das, was unter anderem in einer der vorgehenden Versionen eingebaut wurde, dass er hier jetzt macht er eine Mauer. Okay, gut. Wenn wir jetzt gleich gucken, was der Nächste dort macht. Der macht ein Relief. Die machen nämlich immer abwechselnd die Sachen, damit man im Endeffekt nicht das Problem hat, dass man irgendwann merkt, ja, nee, also... Na, diese dämliche Schnecke. Nein! Ich hasse es, wenn Schnecken das tun. Komm schon, geh raus da. Krabbel da raus, dämliche Schnecke. Na los, beweg dich. Ja, genau. So. Kann die mal jemand vernichten, bitte? Neue Technologie! Basic Stoneworks! Das heißt, zack, den haben wir abgeschlossen und ja, weiter kommen wir jetzt noch nicht. Der hat übrigens automatisch gescrollt, ist mir gerade aufgefallen. Das ist auch neu. So, Basic Stoneworks haben wir abgeschlossen. Das heißt, der hölzerne Turm können wir endlich bauen. Alter, guckt euch an, was wir dafür alles brauchen. Dafür brauchen wir einen Bogen, dafür brauchen wir Nägel, wir brauchen Bretter, gleich zweimal. Wir brauchen Holz. Gleich zweimal. Und wir brauchen Karsten, also Stahl. Und ein wenig Öl. So. Mehr können wir nicht bauen, weil wir kein Öl mehr haben. Wir brauchen Beeren, Flasche, Stein. Nein, das... Ja, ich wollte doch Stein sammeln. Ach, Menno. Muss ich mir bei Grunt Stein kaufen, oder was? Will ich aber nicht. Ach ja, genau, hier noch vollenden. Sopp. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier noch ein Bausteinball. Der kann weg. So, er baut hier gleich. Weil dann kann ich nämlich mal testen, also wenn ich hier oben eine Kanone hinsetze, dann schießt sie auf die Gegner. Wenn ich eine Kanone hier drinnen hinsetze, wird sie wahrscheinlich auch auf die Gegner schießen, aber die Gegner können leichter... Warum ist denn da eigentlich kein Holz im Hintergrund? Sag mal, was ist denn das hier? Entsetze Erde. Ach, weil der sowieso falsch ist. Kein Wunder.
So. Können wir eigentlich schon langsam mal... Nein, wir können noch keine Stahltüren bauen. Nö. Metalltruhe. Der hölzerne Turm. Hier steht nämlich in Info, Turm schießt Pfeile zu Ungeheuern automatisch. Super verständlich. Weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ich zumindest schon. So, mal schauen. Könnte das mal jemand da irgendwie mitnehmen? Bitte? Irgendein Zwerg? Ich habe leider noch nicht die kleinen Imps. Weil die Imps sind Gold wert. So, jetzt schneit es da rein. Und wie wir sehen hier unten, es bildet sich Wasser. Ich kann das Wasser sammeln. Das ist so geil. Das funktioniert. Genau so, wie ich mir das gedacht habe. Es schneit da rein. Und hier bildet sich Wasser. Und die Gegner werden jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite spawnen. Also auf der Seite, wenn ich das richtig sehe. Der Seite? Ja, der Seite. Auf der Seite werden die Gegner spawnen. Ich muss nämlich immer da unten auf den Monitor, auf den Vorschau-Monitor gucken, weil der Monitor da, habe ich ja letztens erzählt, der ist spiegelverkehrt. Nein, ich habe keine Eimer mehr. Yeah, was habe ich gesagt? Sie spawnen auf der anderen Seite. Trollololololol. So, wir müssten jetzt eigentlich auch dieses Abwehrding haben. Wo ist es denn? Da ist es, der hölzerne Turm. Mal gucken, ob ich den da oben draufsetzen kann. Zack. Der funktioniert ja sogar. Es ist ein bisschen laut. Okay, läuft für den Zwerg gerade nicht so gut. Die meisten schlafen, aber... Ah. Ja, genau, hau drauf. Och, Menno, Leute. Jetzt müsst ihr ja alle aufstehen. Ich will einen Zwerg wählen. Übernehmen. Nein. Komm schon. Komm schon. Kletter hoch. Na? Na? Die Tür hält doch noch. Nein, nicht kaputt machen. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Den auch noch. So. Puh, jetzt kann er sich befreien. Was hat der denn da gerade? So. Hier muss eine Tür hin. Und, halt. Hier muss eine Tür hin. Das Schießding funktioniert ja ganz gut eigentlich. Und, die Luke ist immer noch nicht wieder zurück. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Na, wo ist die Luke? Luke! Na, komm schon. Die Luke ist zur dunklen Seite gewechselt. Den Gag habe ich ja letztens, glaube ich, im Titel des Videos gemacht. Hat wohl keiner verstanden. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Komm, 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 komm. Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Da ist... Ich bin ja auch blind. Die Luke ist schon da. Zack. Jetzt könnt ihr alle schlafen gehen. So, mal sehen. Essen. Steaks. Hier auch noch ein paar Steaks mit drauf.